Hallihallo, da ist der Gusor wieder. Ich werde heute mal mein Deck doch etwas abändern. Und zwar schauen wir mal. Ich habe nochmal bei YouTube so ein bisschen geguckt, oh, was könnte man machen, was könnte man machen. Und habe da ein ganz gutes Deck gefunden. Mal gucken, ob das auch bei mir so läuft. Hauen wir den mal rein. So, ich werde jetzt mal was abändern, weil ich halt andere Sachen, der hat nämlich noch die. Das Koboldfassen, das habe ich noch gar nicht. Das ist mir noch verweigert geblieben hier. Und dann mache ich das mal so. Dann werde ich zusätzlich gleich mal die Kobolde natürlich verbessern, klar. Schauen wir mal, ob wir da was reißen können. Geht dann natürlich, guckt mal, ihr seht selber hier. Jetzt sind wir nur bei 3,6 im Elixierbereich, was natürlich mega nice ist. Und jetzt schauen wir mal, ob wir damit besser hinkommen. Oh, jetzt sind es schon 150 Gold. Na Mann, oh Mann. Aber ein bisschen was wollen wir natürlich ruppen hier. Und jetzt 400 habe ich nicht mehr. Schade, sonst hätte ich gerne nochmal upgraden können. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie hier reißen können. Ja, ebenfalls natürlich. Danke. Ganz klar. So, jetzt gucken wir mal. Ah, okay, also zack. Und ich hätte eventuell mit der Queen, mit der Hexe einfach gleich loslegen können. Aber das läuft hier ganz gut. Oh ja, doch. Alter, nice. Das geht schon mal echt gut. Die Hexe macht hier richtig gut Schaden. Wir hauen den Ritter rein. Weil wir brauchen natürlich jetzt wieder wirklich was, was so ein bisschen Splash-Damage auf sich nimmt. Beziehungsweise halt überhaupt. Ah, da will ich jetzt noch nicht zu viel sagen, dass ich jetzt sagen würde, oh, hier läuft ja mega geil. Weil am Ende wird erst zusammengezählt, ganz klar. So. Nee, den lasse ich noch. Ich will erst warten, bis. WTF, er hat verlassen? Es ist nicht sein Ernst, oder? Es ist gerade nicht sein Ernst. Ich will hier das neue Deck ausprobieren und er verlässt einfach mal. Na, schönes Ding, Alter. Okay. Schade. Ich meine, so grundsätzlich ging es schon von der Vorarbeit, aber ich hätte natürlich schon gerne gesehen, wie er sich weitergeschlagen hätte. Weil es wäre natürlich richtig cool, wenn das hier so ein nettes Deck ist. Probieren wir gleich nochmal. Na, wir machen mal ein Testspiel. Wir probieren mal. Wir haben ein paar Leute online. Mal gucken, ob wir einen haben, der halbwegs in meiner Liga ist, sage ich mal. Dauert mir zu lange. Dann will ich Real machen. So, auch Level 6. Passt also so. Jetzt warten, warten, warten. Ich würde gerne. Ah, das ist gut. Ich denke mal, man kann gut mit billigen Truppen eben gut vorsetzen. Ah, okay, super. Dann habe ich jetzt hier nämlich die Chance zu sagen, komm, wir fangen da schon mal mit an und können ihn halt ein bisschen ablenken. Ah, scheiße. Jetzt geht er mit dem Hock richtig gut los, denke ich mal. Da muss. Ich setze mal nur den Ritter. Ah, okay, ich habe nämlich schon mal vorgekämpft bis zu seinem Turm. Fast, also ist ungefähr gleich auf. Ich bin ein bisschen schlechter dran. Walküre setze ich. Ja, Walküre, natürlich. Also Musketierin, natürlich. Meine ich doch. So. Und jetzt wirklich gleich dann wieder die Hexe rein. Aber erstmal warten. Noch ein bisschen was zur Ablenkung auf jeden Fall. Ein paar günstige Kobolde. Alter Verwalter. Es gibt's nicht, das denkt man nicht, dass die halt wirklich. Ich habe zuvor gegen die Barbaren so schlecht ausgesehen. Ritter, nee, ich glaube, ich lasse es noch. Ich will noch wirklich ein bisschen Elixier sparen. Riese, weil ich sehe, er greift halt definitiv von hier an. Okay, X-Bow hätte ich auch reagieren können drauf. Ich probiere es aber wirklich hier hardcore auf der Flanke lang zu ziehen. Hossa, hossa, hossa.
Das wird nicht so lustig. Ah, Kobold, ich lasse es. Ich lasse es. Ich hau die Hexe raus. Speerkobolde. Kobolde. Ah, Mist. Scheiße. Ah, jetzt wird der mir hier richtig hart killen hier. Also ich muss noch was warten. Ne, beziehungsweise ich hau hier gleich den Riese raus. Ah, zu früh. Der ist definitiv zu früh gewesen. Auf jeden Fall. Die Skelette sind egal. Komm, weiter, weiter, weiter. Gas, 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 Gas. Jetzt habe ich Problem. Er hat halt, genau, er hat halt die Bombe. Beziehungsweise den Bomber. Oh, kalt gemacht hat er mich. Könnte ich das schaffen, dass ich sage. Nee, wenn, dann muss ich in die Richtung. Wenn, dann wirklich Hardcore jetzt Gas geben. Aber das schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht mehr. Dann die Hexe noch gesetzt hier. Aber. Also, Hexe. Die muss ich auf jeden Fall schön weiter verwenden. Bin heute schon in eine Arena gedroppt. Ja, das geht mir öfter so. Weiter geht's. Ich probiere das. Ich mach das mit dem Deck hier. Noch normale Kobolde hier. Können natürlich gegen den Baby Dragon hier nichts machen, aber so ein bisschen, wenn ich hier die Barbaren noch komplett gekillt kriege, wäre halt nicht so verkehrt. Alter, tut weh. Ja, Baby Dragon down. Super. Ah, jetzt kommt er natürlich auch mit seiner Witch. Ah, ziemlich gleich auf, würde ich sagen. Jetzt habe ich ein bisschen den Vorrang. Witch gleich hinterher. Ich habe noch die Musketierin, die habe ich jetzt gar nicht gesehen zuvor. Jetzt natürlich Doppelhexe. Ich habe es nämlich selber schon gehabt, wenn ich halt wirklich von Doppelhexen angegriffen wurde. Alter, geht richtig hart los. Baby Dragon. Alter, die killt den echt gut weg, ey. So, Riese. Kobolde kann ich mir sparen. Auf jeden Fall. Dann Musketieren hinten ran. Aber ich war. Doch, doch, doch. Musketieren hinten ran. Weil der Riese muss natürlich auch noch was haben, was zusätzlich noch Schaden macht. Ey, genau wie er einfach mal ein X-Bow baut. Ich probiere aber wirklich, mich weiterhin auf die rechte Flanke zu konzentrieren. Dass ich halt nicht so viel ins Verteidigen stecke, sondern wirklich sage: Gut, okay, komm, hier, genau, ganz genau. Jetzt ist das durch. Ich lasse den einfach laufen. Er denkt sich eventuell mit seiner Musketierin macht er. Genau, so sieht's aus. Das ist es, ganz genau. Den Fehler habe ich nämlich auch schon oft gemacht. Ich dachte mir: Ah, gut, okay, komm, das wird schon. Aber wenn der in meinem Bereich selber ist und dann halt eben wirklich mein Königstower dann halt. Richtig zerjagt, dann habe ich natürlich auch nichts gekonnt. Weiter geht's. Das ist natürlich geil. Man kann immer wieder gleich neu angreifen, angreifen, angreifen. Klar, ich krieg natürlich nicht die. Ah, sehr geil. Mit den einfachen Truppen. Gucken wir mal, wo er angreift. Ja, er geht von hier auch. Dann kann ich die Hexe setzen. Und hier noch Speerkobolde vor. Und ach so, da können wir natürlich noch schön den Ritter setzen. Scheiße, zu weit wirklich vorgesetzt, weil der Turm jetzt nicht verteidigen kann. Ja, das ist Müll. Das war richtig Müll. Weil ich. Da hätte ich definitiv besser hingucken müssen. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ah, jetzt aber nicht mehr so gut. Zack. Hexe ist down. Jo, passt. Sperrkobolde hier hin. Aber der Drache, der wird richtig, genau. Der wird mir richtig splashen. Oh, bitte nicht den. Kacke. Ah, er hat den Drache auch schon auf 2, also das ist schon ganz schön krass. Egal, egal, egal. Ich will's auf jeden Fall weiter probieren. Hexe? Das sollte mein Turm ganz gut abkönnen.
Und hier jetzt richtig spammen. Zack. Ah, zu langsam. Ah, die brauchen auch manchmal so lange, wo du echt sagst, Alter, kommt, was wollt ihr? Macht hinne. Musketieren? Nee, keine Chance. Keine Chance, okay. Ritter. Und jetzt defenden. Möglichst mit günstigen Truppen, klar, dass ich halt schnell noch den Riese rein. Sperrkobolde. Und dann auf jeden Fall hier die Pfeile. Los, los, los. Zacke hier. Ritter rein. Alles andere kann der König schön verteidigen. Das sollte hier gut passen. Oh, alter Verwalter. Hier, Kacke, war Mist gesetzt, war definitiv Mist gesetzt. Muss ich mehr aufpassen? Muss ich, und das liegt nicht, das lag nicht am BlueStacks oder sowas, sondern wirklich, da muss ich mehr aufpassen. Ich hau die jetzt hier mal raus, einfach. Reicht natürlich nicht ansatzweise mit den Pfeilen. Komm. Ja. Komm, ah Mann, hey. Ah, ihr seht's. Ja, Kronkau. Oh, ja, Alter, was? Was? So, jetzt. Ah, Scheiße, er hat nur noch 100. Ah, Kacke. Falsch gesetzt. Ah, das ist halt wirklich. Ah, muss ich mir nochmal angehen. Muss ich mir definitiv nochmal angucken. Alter, die ganze Zeit dachte ich, oh, ich krieg richtig hart auf den Sack, ja? Also der Anfang ist für uns uninteressant, denke ich mal. Das ist halt so ein bisschen. So, ab hier ist es halt jetzt echt langsam ein Problem. So, klar, er hat meinen Turm. Die Hexe da, ja, okay. Genau, hier einfach die kommen lassen, klar. Und jetzt hatte ich auch in Verbindung mit den Kobolden und dann, glaube ich, die Pfeile gezogen, richtig? Die Pfeile kamen aber zu langsam. Oh, ich dachte, oh, schneller, schneller, schneller. Dann hier, glaube ich, Kobold gesetzt. So, jetzt gucke ich mal. Oh, ich will ranzoomen. Ich will immer ranzoomen. Also, der Baby Dragon hier hat richtig gekillt. Ah, ich meine, die Türme haben schon gut, die haben schon, also die können schon gut was ab, beziehungsweise halt gut defen. So. Ritter und die Kobolde waren halt wirklich wieder jetzt cheap stuff. Hat mich jetzt nicht wirklich viel gekostet. Jetzt den Riese und Kobolde hinterher. Die Sachen können natürlich alles keine Lufttruppen killen. Das müssen halt wirklich die Sperrkobolde machen. Alter Verwalter, der Ritter geht echt los. Und der Ritter ist halt relativ günstig. Den kannst du. Hier, da war definitiv ein Fehler. Das war Mist. Ganz klare Nummer. Ich kann, wenn der mich mit dem Schweinereiter angreift, kann ich halt eben nicht eine Truppe nehmen, die halt nicht so direkt verteidigt. Die halt wirklich direkt auf seine Dev-Gebäude nur geht. Und jetzt. Zack, macht der hier echt noch. Zack, das Ding klar. Und dann, ja, dann hier der Fehler definitiv. Ich hätte die Witch ja auch ein bisschen weiter vorne setzen können. Und dann wäre es das ja auch gewesen. Zurück zum Hauptmenü. Das war's dazu. Also ich würde mal sagen, das Deck geht. Und ich probiere weiter. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ihr haut mal rein. Ciao, ciao.